So, bin ich gut zu hören? Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Derberg. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Sie haben mir den Vortrag schon vorweggenommen, teilweise zumindest. Aber das war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Und wir wollen das natürlich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Ja, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute, mit Ihnen zu reden und zu diskutieren. Ich begrüße auch die zugeschalteten Zuschauer aus Österreich und der Schweiz, hieß das ja früher immer. Aber ich habe erfahren, dass wir auch jemanden aus den Fidschi-Inseln möglicherweise dabei haben. Herzlich willkommen. Und damit steigen wir auch schon ein. Wir essen im wahrsten Sinne des Wortes unseren Planeten auf. Warum ist das so? Der Hauptgrund ist der globale Ernährungswandel. Die westliche Wohlstandsernährung ist auf dem Vormarsch in vielen Ländern. Mit steigendem Einkommen werden eben mehr Fastfood, alkoholische Getränke, Cola-Getränke, gesüßte Getränke, Süßigkeiten, stark verarbeitete Lebensmittel, energiedichte Nahrung konsumiert und vor allem mehr tierische Produkte, Fleisch, Wurst und eben auch Milchprodukte. Warum ist es problematisch? Wir hatten eben schon kurz das Thema, das übrigens nicht von mir stammt, das will ich nochmal richtig stellen. Das kommt zwar auch aus Gießen, wie ich, aber das hat maßgeblich geprägt der Karl von Körber und der Professor Leitzmann. Und da wir auch zusammenarbeiten, haben wir das auch weiterentwickelt. Und es sind eben vier Dimensionen in der nachhaltigen Ernährung. Und das System, ich zeige gleich nochmal, worum es da geht, eignet sich eben sehr gut, um zu schauen, wie wirkt sich eine Ernährungsweise entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf verschiedene Bereiche aus. Und hier haben wir eben diese vier Dimensionen. Zum einen den gesundheitlichen Bereich. Das ist das, was die klassische Ernährungswissenschaft im Fokus hatte. Die Wechselwirkung zwischen der Ernährung und dem individuellen Wohlbefinden und der Gesundheit. Das war vielleicht etwas eng gefasst und das Ganze wurde erweitert eben um die anderen Dimensionen. Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Und das sind ja die klassischen Säulen der nachhaltigen Entwicklung. Da es ja ein Umweltstudiengang ist, der hier durchgeführt und angeboten wird, werden wir uns heute im Vortrag hauptsächlich auf die Umweltaspekte konzentrieren. Ich will Ihnen da mal einen Überblick geben, welche Auswirkungen unser Ernährungssystem auf die Umwelt hat. Zum einen verbrauchen wir natürlich Primärenergie für die Produktion unserer Lebensmittel. Wir verbrauchen Wasser. Das trägt zur Wasserverknappung bei. Das ist ein gutes Stichwort. Man soll auch immer trinken. Wir belegen natürlich landwirtschaftliche Nutzfläche für unsere Lebensmittelproduktion. Wir tragen zur Wasser- und Luftverschmutzung bei. Zur Entwaldung, zur Erosion, zur Verlust an Biodiversität. Ein ganz heißes, aktuelles Thema, das noch relativ wenig erforscht wird, aber das offenbar eins der wichtigsten sogar in diesem ökologischen Zusammenhang, was die Auswirkungen unserer Ernährungsweise betrifft, sein könnte. Und dann eben noch die Treibhausgasemissionen als Beitrag zum Klimawandel. Auf die anderen Dimensionen gehe ich ganz kurz ein. Auch das wurde eben schon mal angeschnitten, Dimension Wirtschaft. Wir haben unfaires Wirtschaften, ne? Die Lebensmittelpreise sind sehr niedrig, vor allem in unseren Ländern, gemessen am Einkommen. Und es gibt niedrige Löhne im Agrarsektor hierzulande und natürlich dann auch besonders in den Entwicklungsländern. Und so ist es für viele Erzeuger überhaupt nicht mehr möglich, Lebensmittel zu produzieren und Unternehmen weiterzuführen. Bauernsterben, ein Stichwort dazu. Dimension Gesellschaft, soziale Ungerechtigkeit, auch hier beispielsweise ausbeuterische oder gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern. Wir tragen durch unser Ernährungsverhalten zur Welternährungslage im negativen Sinne bei, dass wir eben auch den Hunger indirekt fördern durch unser Ernährungsverhalten. Und die Dimension Gesundheit. Die ernährungsassoziierten Erkrankungen breiten sich aus, sind auf dem Vormarsch. Und eben nicht nur bei uns, nicht nur in den westlichen Ländern, sondern gerade auch in den Entwicklungsländern und den Schwellenländern. Und es ist tatsächlich heute so, das hat die FAO vor kurzem bekannt gegeben, das Risiko an einer Folgeerkrankung von Übergewicht zu sterben, das ist heute weltweit betrachtet größer als
an Hunger zu sterben im globalen Kontext. Das muss man sich vorstellen. Es gibt inzwischen mehr übergewichtige Menschen auf der Welt, etwa 1,5 Milliarden, als Hungernde. Da ist die aktuelle Zahl so etwa 870 Millionen. Das heißt also, diese vor allem die Schwellenländer, Brasilien und China, die neuen Industrieländer, die machen das natürlich alles nach, was wir ihnen vorgemacht haben. Und auch das ein Punkt, der in diesen vier Dimensionen am Rande enthalten ist, aber ich will ihn trotzdem nochmal nennen, einfach der ethische Aspekt, denn ein Großteil unserer Lebensmittel, das waren mal Tiere, und diese Aufstellung finde ich immer wieder doch etwas überwältigend. Das ist die Anzahl der Tiere, die ein Durchschnittsdeutscher, eine Durchschnittsdeutsche im Laufe des Lebens konsumiert. Über 1000 Tiere. Und da sind die Fische und Meerestiere jetzt noch nicht mal eingerechnet. Also ich denke, das ist auch immer nicht verkehrt, sich das einfach mal bewusst zu machen. Ich will drei Aspekte herausgreifen bei den ökologischen Auswirkungen. Das eine ist der Klimawandel, dann will ich auf das Wasser eingehen und auf die Nutzung von Landflächen. Das alles in aller Kürze. Und wir beginnen mit dem Treibhausgas, mit dem Klimawandel. Im Durchschnitt stoßen wir pro Kopf und Jahr etwa 12 Tonnen CO2 aus. Und davon entfallen etwa 2 Tonnen auf die Ernährung. Gibt es unterschiedliche Berechnungen, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt kommen die Studien zu diesem Ergebnis. 2 Tonnen entfallen etwa auf die Ernährung. Wissen Sie, wie viel Tonnen CO2 wir ausstoßen dürften, was noch einigermaßen verträglich wäre, um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen? Ein Umweltstudiengang, ich gehe davon aus, Sie wissen das, wer kann es mir sagen? Wie viel Tonnen sind das pro Person und Kopf, gerechnet auf die Weltbevölkerung? Wie viel Tonnen dürften wir ausstoßen eigentlich, maximal? Kann man auch als Prüfungsfrage aufnehmen vielleicht. Das sind ebenfalls 2 Tonnen. Das heißt, wenn wir uns nur noch auf die Couch legen würden, nicht mehr Auto fahren, nicht mehr in den Urlaub fliegen, sonst gar nichts mehr machen würden, nur auf der Couch liegen würden und essen, was für manche vielleicht ein attraktiver Gedanke ist, dann würden wir dieses Ziel gerade so erreichen. Aber wir fahren ja Auto, wir heizen unsere Häuser, wir fahren in Urlaub, wir fliegen vielleicht in Urlaub. Das heißt, wir müssen drastisch reduzieren, um auf diese 2 Tonnen zu kommen. Und das müssen wir eben nicht nur beim Verkehr oder bei dem Energieverbrauch im Haus, sondern das müssen wir in allen Bereichen. Dazu zählt natürlich auch die Ernährung. Um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, um diese 2 Tonnen zu erreichen, müssen wir etwa 80-90% unseres Klimagasausstoßes reduzieren. Woher kommen jetzt die Klimagase im Ernährungsbereich? Wenn man Verbraucher fragt, dann kommt immer sehr schnell die Antwort, ja, das sind die Lebensmitteltransporte. Ne? Die nehmen ja zu seit vielen Jahren, immer mehr Lkw fahren durch die Gegend, das ist schon richtig, aber dieser Anteil der Transporte wird völlig überschätzt. Hier ist schon der Handel mit dabei und die Transporte alleine sind etwa 4-5% der Klimagase im Ernährungsbereich. Also ein Bereich, der fast zu vernachlässigen ist, darf man natürlich nicht, aber ein viel größerer Bereich, der wichtigste, das ist eben die landwirtschaftliche Erzeugung. Das sind über 50%. Und davon entfällt der Großteil auf die Erzeugung tierischer Lebensmittel. Und warum ist das so? Wir hatten das Stichwort Veredelungsverluste. Ich muss viel mehr Futtermittel, Futterkalorien in Tiere hineingeben, als ich am Schluss herausbekomme. Das ist ein wichtiger Grund. Ich muss für die Futterpflanzen Mineraldünger, ich muss es nicht, aber es wird gemacht, Mineraldünger produzieren, der energieaufwendig ist, der dann zur Freisetzung von Lachgas auf den Feldern führt. Das ist ein weiter großer Posten, der hier dazu beiträgt, dass tierische Lebensmittel einen großen Klimaballon haben. Der Methanausstoß von Wiederkäuern spielt hier eine Rolle und dann natürlich die Weiterverarbeitung von Fleisch- und Milchprodukten, Transporte und Ähnliches. Und hier sehen Sie mal eine schöne Übersicht im Vergleich CO2-Äquivalente in Gramm pro Kilogramm Produkt. Auf der linken Seite die tierischen Lebensmittel, rechts die pflanzlichen Lebensmittel. Schauen Sie mal links, das sind alles deutlich größere Zahlen. Hier haben wir bei Schweinefleisch 4 Kilogramm pro Kilogramm Produkt,
beim Hartkäse schon 8 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Käse und es geht hier immer weiter hoch. Und die pflanzlichen Lebensmittel sind eben deutlich klimafreundlicher. Das geht eben runter bis zum Gemüse, im Durchschnitt 150 Gramm für ein Kilogramm Gemüse. Und ich habe in diese dreimal markiert, Butter, Rindfleisch, Hartkäse, das sind eben die Spitzenreiter, sozusagen die bösen Buben, wenn man so will. Und da frage ich dann, was haben die drei denn gemeinsam? Vielleicht können Sie das beantworten. Lange Verarbeitungskette, noch eine andere? Tierische Inhalte, ja, aber was haben die drei noch gemeinsam? Genau, also es sind Rinderprodukte. Ne? Oft kommt dann die Antwort, schmeckt alles gut. Das habe ich jetzt nicht gemeint, aber das ist genau der Punkt. Ne? Ja, Verständnisfrage? Also das sind Durchschnittswerte, richtig, genau. Ja, wobei das eben eine sehr, sehr gute Datenbank ist mit unheimlich vielen Daten, die eingepflegt wurden. Und das, was Sie sagen, das gibt es natürlich, ne, diese kleinbäuerliche Erzeugung, die ja auch zu bevorzugen wäre. Aber die ist teilweise eben auch nicht klimafreundlicher, gerade bei den Rinderprodukten, weil sie artgerechter gehalten werden, länger leben, mehr Auslauf haben, das kann dazu führen, dass eben mehr Klimagase ausgestoßen werden. Und im weltweiten Durchschnitt kommt es, oder beziehungsweise EU-Durchschnitt, kommt man eben auf diese Zahlen. Aber das sind keine Riesenunterschiede, das zeigt einfach die Dimensionen. Man muss jetzt nicht um 100 Gramm CO2 sich hier streiten, sondern es zeigt einfach die Dimensionen. Und hier sehen Sie nochmal diese 2 Tonnen CO2 pro Person und ja, wie sie sich verteilen auf die verschiedenen Lebensmittel in unserem Warenkorb. Und da sehen Sie auch sehr deutlich hier drüben, dieser Bereich, die tierischen Produkte, die nehmen zusammengerechnet fast 70 oder etwa 70% der Klimagase ein in unserem Warenkorb und der Großteil entfällt eben auf Fleisch, Fleischerzeugnisse und die Milchprodukte. Das heißt, wenn ich meine Ernährung klimafreundlicher gestalten möchte, habe ich ja hier einen wunderbaren Hebel, um zu reduzieren, nämlich an diesen beiden Gruppen, Fleischerzeugnisse und Milch und Milchprodukte. Und eine interessante Studie von Hirschfeld hat das mal durchgerechnet, im Auftrag von Foodwatch. Die haben geschaut, wie verändert sich mein Klimaballon im Ernährungsbereich, wenn ich von einer üblichen Ernährungsweise, Mischkost, Allesesser, auf eine vegetarische Ernährung ohne Fleisch und Fisch umsteigen würde, oder gar auf eine rein pflanzliche, auf eine vegane Ernährung. Diese grünen und braunen Balken, also der braune Balken, das ist die konventionelle Produktion und der grüne Balken ist die Bioproduktion. Und da sehen Sie, also vielleicht zur Erklärung nochmal, warum da Kilometer stehen, das wurde umgerechnet in eine Fahrleistung von einem bestimmten PKW, das heißt die Klimagase, die dieser Fahrleistung entsprechen würden. Also das heißt, je länger der Balken ist, umso schlechter. Das heißt einfach mehr Klimagase. Und Sie sehen, wenn ich jetzt in den einzelnen Bereichen von konventionell auf Bio verändere, habe ich jeweils eine Klimaeinsparung, hier und hier, manchmal auch eine ziemlich große, hier beispielsweise, aber sie ist überschaubar. Wir werden uns ja noch über Bioprodukte unterhalten und aber was man einfach sehen kann, die großen Einsparmöglichkeiten haben Sie, wenn Sie eben die tierischen Lebensmittel reduzieren. Also hier im Schnitt von einer Mischkost auf eine vegetarische Ernährung etwa 50% Einsparung der Klimagase. Wenn ich dann auf eine rein pflanzliche Ernährung gehen würde, bis zu, ja, finde ich, ist sehr hoch gegriffen, aber in dieser Studie waren es eben 99%, aber im Durchschnitt eben 90%. Einsparungen, wenn ich dann gar keine tierischen Lebensmittel mehr konsumiere. Auch das ist eine Studie. Andere Studien haben ein bisschen andere Zahlen ermittelt, die ein bisschen geringer sind, aber die Größenordnungen stimmen. Und vor allem auch diese
Aussage, je weniger tierische Lebensmittel, umso günstiger ist das für meinen persönlichen Klimaausstoß. Dann kommen wir zum Wasser. Wasser. Natürlich verbrauchen wir viel Wasser für unsere Lebensmittel. Und ich habe Ihnen hier mal aufgelistet, wie viel Wasser denn tatsächlich wir für uns verbuchen können oder müssen. Das ist das, was wir pro Tag trinken, 2 bis 3 Liter. 175 Liter brauchen wir für unseren Haushalt. Duschen, waschen, kochen, Toilettenspülung ist natürlich hier ein großer Posten. Das sind so 175 Liter pro Tag in Deutschland und pro Person. Hat jemand eine Idee, wie viel Wasser in unseren Lebensmitteln steckt? Das ist eine sehr spannende Zahl, sehr spannende Frage. Haben Sie irgendeine Idee? Nächste Prüfungsfrage, sehr schön. Einfach mal eine Schätzung. 500, okay. Wer bietet mehr? 1000. 5000. Sie sagen 5000. Das kommt dem schon sehr nahe. Es sind fast 4000 Liter. 4000 Liter Wasser pro Tag und Person, die in unseren Lebensmitteln, die wir konsumieren, stecken. Natürlich sind die nicht in der Gurke drin oder im Brot, das ist ja klar. Sondern das ist das sogenannte virtuelle Wasser. Es ist unsichtbar. Es wurde aber bei der Erzeugung verbraucht oder verschmutzt. Und deswegen muss man es natürlich diesem Produkt zurechnen. Fast 4000 Liter. Hinzu kommen nochmal Industrieprodukte, ja, also auch unser schöner Laptop hier und ähnliches, kostet ja auch alles Wasser. Da sind nochmal auch wieder pro Tag 1200 Liter. Ich komme dann auf über 5000 Liter Wasser pro Person und Tag. Das heißt, der tropfende Wasserhahn in der Küche spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich will jetzt nicht motivieren, den nicht zu richten, aber wesentlich wichtiger ist tatsächlich dieser Bereich, was wir konsumieren. Und 97% dieses Wassers sehen wir ja nicht. Also das ist in Badewannen jetzt mal dargestellt, 27 Badewannen pro Tag, nur diese eine, die sehen wir tatsächlich. Und der ganze Rest ist virtuell verborgen, aber dennoch liegt dieses Wasser in unseren Lebensmitteln. Und die UNESCO hat dann auch die Frage gestellt, es ist wichtiger oder die wichtigere Frage ist nicht, wie viel Wasser trinken die Menschen, wie viel Wasser essen die Menschen? Interessante Frage. Hier auch eine kleine Aufstellung vom UNESCO Institute for Water Education. Die haben sich auch hier im weltweiten Durchschnitt wieder angeschaut, wie viel Liter Wasser brauche ich für 1 Kilogramm Lebensmittel. Und Sie sehen, es ist wieder das ähnliche Bild wie bei der Klimabelastung. Es geht hier los bei pflanzlichen Lebensmitteln wie dem Apfel, 700 Liter Wasser für 1 Kilogramm Apfel. Getreide, Brot, 1300 Liter für 1 Kilogramm. Und dann steigt das wieder an bei den tierischen Lebensmitteln. 1 Kilogramm Schweinefleisch, dafür brauche ich schon fast 5000 Liter Wasser. Für den Käse genauso. Und auch hier wieder das Rindfleisch als Spitzenreiter, 15.500 Liter Wasser für 1 Kilogramm Rindfleisch. 1 Kilogramm. Und woher kommt dieser Riesenbalken? Das trinken die Kühe natürlich auch nicht alles, sondern das steckt in den Futtermitteln. 15.300 Liter von diesen 15.500 stecken in der Produktion der Futtermittel. Und nochmal anders ausgedrückt, für 1 Kilogramm Rindfleisch können Sie ein Jahr duschen. Also nicht am Stück, sondern einmal am Tag. Aber das ist unheimlich viel Wasser, was da drin steckt. Und da kann man sich übrigens im Netz auch angucken. Waterfootprint.org ist die Adresse. Da sehen Sie viele Berechnungen dargestellt in sehr anschaulichen Bildern. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, eben einen Hamburger. Dieser eine Hamburger, der kostet 2400 Liter Wasser. Und als Alternative, Veggie Day ist ja gerade ein heißes Thema, nehmen wir mal den Sojaburger. Das sind gerade mal 158 Liter, 95% weniger. Und das können Sie durchexerzieren, auch bei vielen anderen Lebensmitteln. Also auch hier die tierischen Lebensmittel schlagen diesem Wasserverbrauch eben enorm zu Buche. Und diese Arbeitsgruppe, das ist übrigens der Hoekstra, ein Holländer, der
sehr viel zu diesem virtuellen Wasser gearbeitet hat, auch dieses Konzept mitentwickelt und weiterentwickelt hat. Die haben dann ausgerechnet, wo liegen da die Einsparpotenziale. Und auch hier wieder der Vergleich. Eine Mischkost, eine vegetarische Kost, eine vegane Kost. Wichtig ist hier, gleiche Kalorienzahl, 3000 Kilokalorien pro Tag, also jeweils der linke Balken. Und daneben sehen Sie, wie viel Wasser dort verbraucht wird. Ja. Und wenn ich von einer Mischkost auf eine vegetarische Ernährung umstelle, könnte ich etwa ein Drittel meines Wasserverbrauchs einsparen in den Lebensmitteln oder im Lebensmittel, im Ernährungsbereich. Und wenn ich hier auf eine rein pflanzliche Ernährung gehen würde, kann ich über die Hälfte meines Wasserballons einsparen. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt, nämlich die Landnutzung für Lebensmittel. Das finde ich eine sehr interessante Darstellung aus einer Studie vom WWF. Die haben mal berechnet, wie viel Fläche brauchen wir eigentlich in Deutschland, vor allem für unseren Fleischkonsum. Und da sieht man, wir brauchen etwa 8 Millionen Hektar für den deutschen Fleischkonsum. Wir haben insgesamt 16 Millionen Hektar. Also eigentlich müsste man die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche für den Fleischkonsum reservieren. Das machen wir natürlich nicht, wir sind ja schlau, sondern wir gehen eben in andere Länder und belegen dort die Flächen. Da wird es ja gleich nochmal auch zu einen Vortrag geben oder das Thema wird gleich nochmal kommen. Wir belegen natürlich Fläche in Brasilien beispielsweise, um dort Sojabohnen zu produzieren. Für unsere Fütterung von deutschen Schweinen. Und sie haben auch ausgerechnet, wenn wir diese Sojabohnen, nur die Sojabohnen, es gibt ja noch andere Futtermittel, Mais, anderes Getreide, nur diese Sojabohnen, wenn wir die, die wir für die deutsche Fleischproduktion brauchen, in Deutschland anbauen würden, dann müssten wir eine Fläche von der Größe Rheinland-Pfalz, von Rheinland-Pfalz oder von Sachsen mit Sojabohnen zupflastern. Kommt jemand aus der Pfalz oder aus Sachsen? Keine Betroffenen anwesend? Doch, ja. Ja, das fänden Sie vielleicht gar nicht so schön, aber es ist eine interessante Zahl, ne, sich das einfach mal zu verdeutlichen. Ne? Und das machen wir eben nicht bei uns, sondern wir importieren virtuell wiederum Land aus anderen Ländern. Dort steht dieses Land natürlich nicht mehr zur Verfügung für die Produktion der Lebensmittel für die dortige Bevölkerung. Und dann kommt natürlich gerne der Einwand, ja gut, wenn jetzt alle vegetarisch leben würden, da bräuchte man ja so viel Soja, das wäre noch schlimmer. Jetzt schauen Sie mal, wie viel Futter steckt in einem Kilogramm Lebensmitteln. Das Dunkle hier, das sind die Sojabohnen, in Gramm ausgedrückt. Hier ist der Sojaburger, wenn wir das mal als Vergleich nehmen, hier unten, ne, das sind so etwa 200 Gramm Soja, die hier drin stecken. Und hier haben wir Geflügel. Da sind das fast 1500 Gramm. Das heißt, in jedem Geflügeldöner steckt achtmal so viel Soja wie in einem Sojaburger. Und im Schnitzel sind es viermal so viel, im Schweineschnitzel. Ne? Das muss man, finde ich auch immer ein schönes Argument oder ein Gegenargument, weil das doch immer wieder thematisiert wird. Und dann kommen noch die anderen Futtermittel dazu, die darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und dann habe ich hier eben unheimlich viel Input für relativ wenig, was ich rausbekomme. Und die Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, die hat eine Berechnung angestellt, wenn der Fleischkonsum, wie prognostiziert, ansteigt bis 2050, ist ja eine Verdoppelung des heutigen Fleischkonsums angesagt, weltweit. Dann würden wir so viele Nahrungskalorien verfüttern, mit denen wir nur über Getreide, Soja ist ja schon gar nicht gerechnet, mit denen wir 3,5 Milliarden Menschen ernähren könnten. Bis 2050 sind prognostiziert 9 Milliarden Menschen, das heißt, über ein Drittel der Menschheit könnten wir allein durch das Getreide ernähren, was in die Tierfütterung geht. Finde ich unverantwortlich, unethisch und man nennt das ja noch Veredelung, die Fleischerzeugung durch eben vermeintlich minderwertige Futtermittel. Man kann es auch Verschwendung nennen. Aber damit wir jetzt nicht hier nur in den schwarzen Wolken uns bewegen, sondern auch zeigen, was können wir denn tun. Und wir können ja alle was tun, jeder Einzelne kann was tun. Zeige ich Ihnen die Grundsätze einer nachhaltigen Ernährung. Auch das wieder abgeleitet aus dem, was Karl Körber und Leitzmann in Gießen entwickelt haben. Die 7 Grundsätze einer nachhaltigen Ernährung.
Der erste Punkt, mehr pflanzliche, weniger tierische Lebensmittel. Ganz klar, der wichtigste Einflussfaktor bei allen ökologischen Problemen, auch bei den gesundheitlichen Dimensionen, mehr pflanzliche Lebensmittel, weniger tierische Lebensmittel. Der zweite wichtige Punkt, ne, den habe ich heute ziemlich rausgelassen, aber auch das ist sehr wichtig, eben ökologisch erzeugte Lebensmittel zu kaufen und zu konsumieren. Spart Klimagase, schont natürlich die Umwelt, ist deutlich deutlich weniger ressourcenintensiv, weil ich beispielsweise eben den mineralischen Stickstoffdünger nicht einsetze. Ein großer Unterschied eben zur konventionellen Landwirtschaft. Weitere Aspekte sind regionale und saisonale Erzeugnisse. Vor allem darauf achten, dass man eben keine Flugware kauft. Lebensmittel, die mit dem Flugzeug eingeflogen wurden, die haben eine sehr, sehr schlechte Klimabilanz. Und auch gering verarbeitete Lebensmittel, jede Verarbeitung kostet wieder Energie, erzeugt wieder CO2 und ähnliches. Umweltverträglich verpackte Produkte und auch fair gehandelte Lebensmittel. Und eigentlich das Wichtigste, Genuss mit Verantwortung. Ne? Man soll sich ja nicht kasteien und das gezwungenermaßen machen, sondern das soll ja weiterhin genussvoll sein, nur dass man das eben ethisch verantwortbarer gestaltet. Und das ist eigentlich nicht besonders schwierig. Außerdem Lebensmittelverschwendung vermeiden. Na, Sie kennen wahrscheinlich die Studie, die an der Uni in Stuttgart durchgeführt wurde im letzten Jahr. 11 Millionen Tonnen pro Jahr werden an Lebensmitteln weggeworfen. 11 Millionen Tonnen. Und davon 2/3 wären noch verzehrsfähig. Na, also nicht die Kartoffelschalen und die Eierschalen, sondern das, was man tatsächlich noch essen könnte. Original verpackte Ware, MHD abgelaufen. Ne? Sie kennen die Geschichten. 82 Kilogramm pro Jahr wirft jeder von uns weg. Ne? Wenn ich das nur halbieren würde, und die privaten Haushalte sind hier die Hauptverantwortlichen, wenn ich das halbieren würde nur, könnte ich unheimlich viel Klimagase einsparen. Ich bräuchte ja die Landfläche nicht, um die zu erzeugen. Ich brauche kein Wasser, um die zu erzeugen. Ne? Also Verschwendung ist auch ein unheimlich wichtiger Punkt und da kann jeder von uns natürlich sofort ansetzen. Und ja, damit als Fazit, unser Ernährungsverhalten ist eben alles andere als privat, auch wenn das viele so empfinden, sondern es hat weitreichende globale Konsequenzen. Insbesondere die weltweit steigende Nachfrage nach Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln, die verschärft diese Probleme. Vegetarisch orientierte Kostformen, die schonen die Ressourcen, sind klimaverträglicher und eben deutlich nachhaltiger. Und auch das, deswegen diskutieren wir ja gleich noch, es gibt natürlich keine einfachen Lösungen, aber zahlreiche Interessenskonflikte. Hier zeige ich nochmal die Alternativen, vielleicht etwas plakativ, ne? Aber wir können mit unserem Ernährungsverhalten, mit Messer und Gabel sozusagen, können wir eben die Welt verbessern. Und wir haben die Wahl, jeder einzelne von uns und jeden Tag. Ich darf hier noch Literaturempfehlungen geben. Zum einen die Vollwerternährung, das ist quasi die Umsetzung der nachhaltigen Ernährung in die Praxis von Körber, Mendel und Leitzmann, das Standardwerk dazu. Wer sich mehr in die vegetarische Ernährung stürzen möchte, darf sich gerne hiermit beschäftigen. Das Buch von Professor Leitzmann und mir, Vegetarische Ernährung, ist jetzt, oh, ist noch das falsche Bild, ist gerade in der dritten Auflage erschienen. Weihnachten steht ja vor der Tür, super Geschenke. Und damit vielen Dank für Ihr Interesse.